An den Aktienmärkten hat man sich seit Jahresbeginn eine schöne Geschichte erzählt und die lautet so: China öffnet sich, dadurch wird es zu einem Boom der Nachfrage in China kommen, das zieht die ganze Weltwirtschaft mit drauf, dadurch aber entspannen sich, weil China wieder öffnet, die Lieferketten, das wiederum bringt die Inflation nach unten und weil die Inflation fällt, können die Notenbanken die Zinsen senken, womit also faktisch mehr Liquidität ins System gespült werden würde. Also ein Goldilocks-Szenario, starke Wirtschaft, gleichzeitig nachlassende Inflation, keine Rezession, alles super. Das ist die wunderschöne Geschichte, an die wir glauben wollten, aber diese Geschichte wird jetzt immer unwahrscheinlicher. Und wir wollen uns anschauen, warum sie unwahrscheinlicher ist und warum heute vor allem der DAX so negativ reagiert hat, weil letztendlich seine schöne Erzählung flöten gegangen ist, sein Narrativ den Berg runtergekippt ist. Schauen wir uns die Dinge mal an. Es fing heute Nacht an mit dem Einkaufsmanager-Index respektive den Indizes für Gewerbe und Dienstleistung. Deutlich schwächer, vor allem das Gewerbe in der Rezession, in der Kontraktion 48,8. Alles unter 50 ist Schrumpfung. Die Parameter weisen weiter nach unten. Das hat die Märkte so ein bisschen verstimmt, vor allem in Asien. Hier unten sehen wir mal den Hang Seng. Da ist also diese Euphorie jetzt komplett weg. Man ist in einem Bärenmarkt. 20% von diesem Hoch hat man verloren. Und jetzt ist plötzlich also diese Euphorie über die Öffnung in China so ein bisschen verflogen. Die Zinsen sind nach wie vor nicht gesenkt, sondern dürften möglicherweise sogar weiter steigen, wie wir gleich sehen werden. Und ob es wirklich ein Soft Landing gibt, das ist auch zu bezweifeln. Aber das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Aber vor allem der DAX, der ja zunächst diese Rallye ab Herbst gemacht hat, dann jetzt kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat, jetzt unter die 15.700er Marke gefallen ist, mal eben gut 600 Punkte seitdem hoch und das in nur sehr wenigen Tagen, wo wir das Allzeithoch gesehen hatten. Ja, diese China-Story, die setzt vor allem den DAX natürlich zu und ich vermute, dass die Ausländer jetzt ihr Kapital abziehen aus Deutschland, aus dem DAX. Amerikaner sind ja zu 60% Eigner des DAX, weil sie sehen in Deutschland Rezession, zwei Quartale hintereinander. Das wollen wir nicht haben, aber es könnte auch die Amerikaner treffen. Wir hatten heute den Chicago Einkaufsmanager Index mit 40,4, deutlich schwächer als die 47 erwartet. Nun, es ist alles gefallen, neue Aufträge, Employment, Inventories, Delivery, Produktion und so weiter und so fort. Das Einzige, was gestiegen ist, wenn auch moderat, sind die Preise. Das heißt, wir haben hier eine nachlassende Auftragssituation, aber die Preise steigen immer noch weiter. Das ist praktisch eine stagflationäre Situation. Und dann eben auch noch sehen wir, wie die Rohstoffe diese ganze Geschichte widerspiegeln. Kupfer, auch Öl ja schon deutlich gefallen von dem Hoch. Also wenn man sich, wie Alf hier sagt, die Commodities mal anschaut, also die Rohstoffe mal anschaut, dann ist doch eigentlich klar, wohin die Reise mit der Wirtschaft geht, wenn diese Rohstoffe das Ganze richtig produzieren. Auf der anderen Seite haben wir den Arbeitsmarkt. Normalerweise ein nachlaufender Indikator und da hatten wir heute die JOLTS, die offenen Stellen in den USA, wieder über die 10 Millionen Marke gesprungen. Deutlich mehr als erwartet, das hat die Märkte dann zusätzlich verstimmt, neben den China-Daten. Warum? Weil eben viele offene Stellen heißt, es gibt zu wenig Arbeitskräfte. Wenn es zu wenig Arbeitskräfte gibt, dann können diese Arbeitskräfte höhere Löhne fordern. Höhere Löhne heißen höhere Kosten für die Unternehmen. Die müssen sie wiederum weitergeben an den Konsumenten. Also eine Preisspirale. Das heißt, die Fed hat null praktisch Potenzial, die Zinsen zu senken. Das haben wir ja vor kurzem, oder die Märkte haben das vor kurzem ja noch angenommen. Spätestens im September dürften die Zinsen fallen. So war die Auffassung. Jetzt aber, wenn wir uns mal die Fed Fund Futures anschauen, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed schon im Juni, also jetzt in einigen Tagen, die Zinsen anhebt bei 72%. Vor eineinhalb Wochen, zwei Wochen waren es 0%, ungefähr jetzt 72%. Also das ist schon eine unschöne Mischung. Wir haben auf der einen Seite eine sehr stark deutlich abkühlende Wirtschaft, aber auf der anderen Seite eben kommt die Inflation nicht so stark runter, weil die sich nach wie vor im Dienstleistungssektor so stark hält. Der Dienstleistungssektor ist dominant, sowohl in den USA als auch in Europa. Also ist dieser Druck weiterhin hoch, auch wenn sich die Lieferketten entspannt haben. Und dementsprechend haben die Notenbanken keinerlei Handhabe, die Zinsen zu senken. Im Gegenteil, sie dürften sie weiter anheben. Und hier sehen wir mal die Reaktion der US-Indizes.
alles so um und bei 0,8% im Minus, selbst der glorreiche Nasdaq. Aber achten Sie mal auf den Russell 2000, der sehr stark auf den inneramerikanischen Markt, kleine Firmen, die eben von der Konjunktur besonders betroffen sind, fast 2% im Minus, und Dow Jones Transportation, also die Transportwerte, hier sehen wir auch ein Minus von 1,9%, und der WIX geht nach oben, und selbst die Highflyer aus dem Tech-Bereich wie eine Nvidia, wie eine Amazon sind heute unter Druck, sogar Tesla ist gefallen, man glaubt es ja kaum. Hier sehen wir mal die Performance in diesem Monat alleine, eine Microsoft 9%, eine Apple 5%, eine Google, wenn ich das hier richtig sehe, 2%, zweistellig sogar, eine Nvidia 38%, jetzt sind es vielleicht nur noch 35%, eine Amazon. Also alles wurde nach oben gekauft, weil man sich sagt, naja, Tech ist doch ein sicherer Hafen, aber irgendwer muss die Werbung praktisch machen auf Google, damit die Konsumenten etwas kaufen. Wenn wir eine schwache Wirtschaft haben, wird weniger Werbung gemacht, das wissen wir aus der Vergangenheit. Irgendwer muss die iPhones kaufen, wenn die Dinge schwieriger werden wirtschaftlich, dann wird das eben auch deutlich schwieriger. Und schauen wir uns mal die Tech-Werte an. Hier sehen wir das sogenannte Forward Price Earnings Ratio für die größten Tech-Werte, ist jetzt auf 33,7 gestiegen, das ist ein Anstieg von 63%, das ist sogar ein neuer Rekord, das hatten wir zuletzt im September 2020, also als die Liquiditätsflut der Fed an den Märkten angekommen war. Aber jetzt haben wir ja aber Zinsen über 5%, und die werden wahrscheinlicherweise sogar noch weiter steigen. Also das muss mir einer erklären, das passt nicht zusammen. Sven Henrik sagt hier, Aktien machen seltsame Dinge vor einer Rezession. Yep, das könnte es sein. Und schauen wir uns mal diese KI-Bubble an und vergleichen sie mit der Dotcom-Blase. Wie wird das diesmal ausgehen? Wir haben ja diesen massiven Anstieg gesehen. Wir hatten auch bei der Dotcom-Blase zunächst einen Abverkauf, dann 42% nach oben. Jetzt sind wir um und bei 40% nach oben. War es das oder war es das noch nicht? Das werden wir sehen. Wir sehen jedenfalls, dass der Abstand zwischen dem Index Nasdaq und den Aktien, die in diesem Index enthalten sind, so groß war wie noch nie. Es sind die wenigen, die das Ganze stützen. Der Nasdaq war kürzlich, gestern noch, anfangs so überkauft wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Und einer, der dafür verantwortlich ist, das ist der Nvidia-CEO, der mit wunderschönen Versprechungen, wir werden ganz tolle Umsätze machen im nächsten Quartal und in den nächsten Jahren, wenn der Himmel uns ein bisschen Manna schenkt. Aber heute geht es ein bisschen nach unten, knapp 4% für Nvidia. Das passt zu der Aussage von Jim Cramer, dass man diese Aktie jetzt kaufen muss. Jetzt übrigens war ja der Nvidia-Chef in Taiwan, jetzt reist er nach China. Dort hat man 21% seiner Umsätze, aber die amerikanische Regierung hat eigentlich gesagt, nichts Nvidia-Chips großartig, vor allem die Hochleistungschips nach China. Mal gucken, wie die ganze Geschichte hier weitergeht. Hier mal ein Vergleich zwischen Nvidia und Cisco. Cisco, erinnern sich die Älteren vielleicht noch, so die Bubble-Aktie aus der Dotcom-Blase. Ein ganz ähnliches Muster, wenn Sie da Ähnlichkeiten erkennen, sind die rein zufällig und überhaupt nicht beabsichtigt von mir, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zum Ernst der Dinge, nämlich zu dieser ganzen Schuldenobergrenze-Thematik. Heute Abend wird ja diese Abstimmung passieren. Es dürfte wohl das Ergebnis erst nachbörslich feststellen. Man rechnet so mit 23 Uhr, 0 Uhr, ist schwer zu sagen, aber es dürfte auf jeden Fall nicht vor 22 Uhr reinkommen. Wenn das Abgeordnetenhaus das Ganze bestätigen würde, dann müsste das Ganze in den Senat. Da gibt es ja 100 Sitze und das Gesetz bräuchte 60 Stimmen von 100, um durchzukommen. Jetzt haben die Demokraten 51, die Republikaner 49. Das heißt, es wäre so, dass wenn jetzt alle Demokraten zustimmen, und die werden wahrscheinlich über 40 Demokraten zustimmen, dann bräuchte es dennoch 10 bis 20 Ja-Stimmen der Republikaner. Die Frage ist, wird das gehen? Also selbst wenn wir heute im Abgeordnetenhaus das Ja kriegen oder die Mehrheit für ein Ja stimmt, dann bräuchte man im Senat 60 von 100 Stimmen. Und das könnte eine schwierige Geschichte werden. Rick Scott, ein Republikaner, der sagt hier, wir können so etwas nicht unterstützen.
Weil das hat mit Schuldenbremse überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, da wird die Verschuldung praktisch noch weiter ausgeweitet. Und das sehen wir hier kurzfristig. Auf 2 Jahre wird mal ein bisschen eingespart, aber das ist so klitzeklein, das musst du wirklich mit der Lupe suchen. Aber ab 2025 dann alles offen, keine Schuldenobergrenze mehr, dann hurra, wir wollen uns massiv verschulden. Und das passt den sehr konservativen Republikanern nicht und es passt auch diesen fiskalischen Hawks, wie die genannt werden. Also die sagen, hey, mit dieser Verschuldung können wir so nicht weitermachen. Das ist bei denen nicht gerne gesehen. Aber was bedeutet das jetzt? Wir wollen mal gucken. Also, es geht darum, dass wenn die Schuldenobergrenze angehoben wird, also dieser Deal zustande kommt, dann müssten die Amerikaner frisches Geld aufnehmen. Jeder Dollar, der für dieses Konto von Janet Yellen, dieser Treasury Account, aufgenommen wird, stammte bisher zu 80% aus den Reserven von US-Banken. Das heißt, man würde es faktisch von US-Banken, den Reserve Einlagen der US-Banken nehmen. Damit würde den Märkten Liquidität entzogen. Das wäre der eine Weg, diese ganze Geschichte darzustellen. Aber die Banken haben ja teilweise, vor allem die kleineren, mit ihren Bankreserven durchaus Probleme, wie wir in der Bankenkrise gesehen haben. Würde jetzt die Inflation niedriger sein, könnte die Fed die Zinsen senken, aber das geht offenkundig nicht, weil die Inflation eben nicht niedrig ist. Jetzt könnte es sein, und das wäre die bullische Variante für die Märkte, dass dann praktisch nicht aus den Bankreserven dieses Konto von Janet Yellen, mit der alles bezahlt wird, was die Amerikaner an Rechnungen zu begleichen haben, oder der amerikanische Staat, genauer gesagt der Bundesstaat, bezahlt wird, sondern aus Geldmarktfonds rausgenommen wird. Aber dann müsste man diesen Geldmarktfonds Renditen bieten, die sie woanders wahrscheinlich höher, besser bekommen, nämlich bei diesen Repo-Aktionen mit der Fed, diese Reverse-Repo-Geschichten. Da kriegen sie ja zu einem Nennwert von 100, selbst wenn die Anleihe schon abgeschmiert ist im Kurs, sie kriegen zum Nennwert 100, also praktisch wird alles anerkannt, auch wenn die Position längst gar nicht mehr so viel wert ist. Also gehen sie weiter in diese Repo-Geschichten. Man müsste ihnen also wahnsinnig hohe Zinsen bieten, damit sie sagen, okay, wir packen das Geld, nämlich Geldmarktfonds, packen wir nicht in diese Reverse-Repo-Aktion mit der Fed, sondern wir packen das eben in den Account von Janet Yellen. Wir werden sehen, was kommt. Letzterer Fall, würde es aus Geldmarktfonds kommen, wäre das positiv, tendenziell für die Aktienmärkte. Würde es, wie es bisher immer war, aus den Bankreserven genommen, wäre es negativ, weil dann eben Liquidität entzogen wird. Was würde passieren, wenn es einen tatsächlichen Zahlungsausfall geben würde? Dann würden die Renditen für Staatsanleihen wahrscheinlich deutlich sinken. Der Goldpreis würde steigen. Und ähnliches Muster auch bei deutschen und japanischen Anleihen. Der Dollar dürfte sinken, aber das ist unklar, denn normalerweise ist der Dollar der sichere Hafen, die Weltreservewährung. Wenn Stress im System ist, wird die Weltreservewährung gesucht. Also schwierige Frage, was macht dann der Dollar? Steigt der oder fällt er? Aber auf jeden Fall, da wäre natürlich einiges los an den Märkten. Und wenn wir abschließend nochmal jetzt geopolitisch gucken, in China ist die Führung schon ziemlich verunsichert durch die schwachen Daten. Man hat jetzt unglaublich viele Treffen von Regierungsmitgliedern, von Beamten angesetzt mit ausländischen Unternehmen aus dem Westen und gesagt, Mensch, öffnet doch hier mehr Filialen, macht und tut. Also man bettelt jetzt fast schon die Ausländer an, die man vorher so ein bisschen mit dem Stinkefinger behandelt hat und sagt, bitte versucht die Wirtschaft zu stimulieren, weil die ganze Geschichte nicht wirklich in Fahrt kommt, weil die Wirtschaft so schwach ist. Und wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen, hier erwarten die Finanzexperten, die vom ZDW befragt wurden, dass die Inflation weiter steigt wegen der grünen Transformation. Yes, das ist eine politisch gewollte Inflation. Außerdem haben wir dann den Lohndruck, der ja weiterhin besteht, und dementsprechend sehen wir allerdings heute mal eine kleine Erleichterung in Sachen Inflation. Die deutsche Inflation auf 6,1% gefallen, 7,3% war die Erwartung. Ist das jetzt die Entwarnung? Die Inflation geht nach unten. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich vor allem wieder Lohnanstiege sehen. Die Leute verlieren ja an Kaufkraft, aber die EZB hat klar gemacht, wir werden die Zinsen weiter anheben. Und gleichzeitig heute in einem
Schriftstück über die Risiken für die Finanzstabilität gewarnt, dass eben diese steigenden Zinsen zu Problemen an den Märkten führen können, bei den Unternehmen führen können und bei den Haushalten. Wir sehen ja schon am Immobilienmarkt, da ist einiges los. Das ist gleichzeitig die erste Empfehlung, meine Damen und Herren, als Artikel. Die zweite ist, fällt die Inflation doch bald stärker? Hier mit diesem Satz von Milton Friedman, Inflation ist praktisch immer ein monetäres Phänomen, eben Ausweitung der Geldmenge. Lange schien dieser Satz nicht zu gelten, jetzt könnte er gelten. Mein Kollege sagt, die Inflation wird deutlich fallen. Mal sehen, ob das passiert. Zweite Empfehlung, sehr interessanter Artikel. Und die letzte Empfehlung. Was jetzt passieren kann, was ich kurz skizziert habe, an den Märkten, welche Szenarien zu erwarten sind, Schuldenobergrenze, Konto leer, was passieren kann, also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus und Ciao.